Die Geissens, machen Shania und Davina bald bei einer Dating-Show mit? Carmen und Robert Geiss sind mit ihrer RTL2-Sendung Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, bereits seit 13 Jahren regelmäßig im TV zu sehen. Jetzt haben sie im Gespräch mit InTouch Online verraten, worauf sich ihre Fans in der 22. Staffel freuen können, wie sie über das Thema Privatsphäre denken und ob sie sich vorstellen können, an anderen TV-Formaten teilzunehmen. Die Geissens gehören zu den reichsten Familien Deutschlands. In ihrer Reality-Show Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, gewähren Robert, 59, Carmen, 58, und ihre Töchter Davina, 20, und Shania, 19, Geiss seit 2011 Einblicke in ihr luxuriöses Leben und lassen sich in ihrem Alltag begleiten. Im Januar 2024 startet bereits die 22. Staffel der RTL2-Sendung. Uns haben Robert und Carmen exklusiv im Interview verraten, worauf sich ihre Fans in der neuen Staffel freuen können, ob sie sich vorstellen könnten, an weiteren TV-Formaten teilzunehmen und ob sie ihr Leben in der Öffentlichkeit ab und zu gerne gegen mehr Privatsphäre eintauschen wollen würden. Robert und Carmen Geiss macht ihr Leben vor der Kamera nach wie vor Spaß. Seit 13 Jahren mittlerweile stehen Robert und Carmen Geiss vor der Kamera und lassen ihren Alltag begleiten, und das bereitet ihnen nach wie vor große Freude. Es macht uns mega Spaß. Im Grunde begleiten uns die Kameraleute ja bei unserem alltäglichen Leben. Seit 2011 machen wir die RTL2-Sendung und seitdem ist nichts gestellt oder vorgeschrieben. Immer montags, 20.15 Uhr, ist dann unser Leben zu sehen, und das scheint die Zuschauer zu faszinieren, erzählt Robert. Auch Carmen kann sich da nur anschließen und betont, dass sie so lange weitermachen wollen, wie die Menschen sie sehen wollen. In der 22. Staffel von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, können sich die Fans auch wieder auf einiges gefasst machen. Es wird wieder einiges geboten. Wir haben ein neues Grundstück gekauft und wollen mal wieder bauen, das wird zum Happening. Das ist auch der Grund, weshalb wir meine Eltern besucht haben, verrät Robert. Außerdem geht's nach Dubai, wo Robert unbedingt unsere Yacht, die Indigo Star, ankern wollte. Wir Frauen haben da kein Mitspracherecht mehr, wir sind einfach mitgezogen, ergänzt Carmen. Doch auch, wenn die Millionärsfamilie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist Privatsphäre kein Fremdwort, wenn wir zu Hause in Monaco oder Saint-Tropez sind, erkennt uns keiner, außer die deutschen Touristen. Es gibt zwar keinen Tag, an dem wir kein Foto mit jemandem machen, aber wir genießen es. Nur, dass hin und wieder Leute vor unserer Einfahrt stehen, das müsste nicht sein, erklärt uns Robert. Auch für ihre Töchter Davina und Shania ist das Leben in der Öffentlichkeit völlig normal, die beiden sind ja so aufgewachsen, im Zentrum des Interesses. Sie haben auch ihre eigene Reality-Show bei RTL2. Wenn sie aber gar keine Lust mehr auf Öffentlichkeit haben, dann haben sie die Möglichkeit, in eine unserer Firmen einzusteigen und im Hintergrund zu arbeiten. Hauptsache, sie arbeiten etwas. So haben wir sie erzogen, sagt Carmen und verrät, was sie ihren Töchtern mit auf ihren Weg geben wollen: macht weiter so wie bisher.
Sie arbeiten viel und wissen es zu schätzen, was Mama und Papa für sie tun, aber sie sind keine Luxusmädels, die sich auf unsere Arbeit ausruhen. Shania und Davina in einer Dating-Show? Laut Mama Carmen auf keinen Fall. Mit der neuen Staffel von ihrer Reality-Show werden die Geissens jetzt wieder regelmäßig im TV zu sehen sein. Doch für weitere Fernsehformate ist aktuell keine Zeit, stellt Robert klar. Auch generell kann sich der 59-Jährige nicht vorstellen, irgendwann einmal an einem TV-Format, wie Let's Dance oder dem Dschungelcamp teilzunehmen. Carmen war ja bei Let's Dance und Hut ab, was sie da geleistet hat. Ich könnte das nicht. Live-Shows? Das ist gar nicht mein Ding, sagt Robert und Carmen stellt direkt klar, dass auch ihre Töchter nicht für Dating-Shows zu haben sind. Aber auch wenn ihr glaubt, Davina und Shania würden bei Dating-Shows mitmachen, da sagen wir direkt nein. Die beiden haben ihre eigenen